sie Genezareth, die waren echt schlecht drauf. Total schlecht gelaunt, sie waren sauer und ärgerlich. Die hatten die ganze Nacht haben sie versucht, Fische zu fangen. Und nichts haben sie gefangen. Es war total frustrierend. Es ist hell geworden, die Sonne ist wieder aufgegangen. Und also wollten sie nur noch heim. Hey Mann, jetzt schnauze ich mich nicht an. Was kann ich dafür, dass wir die ganze Nacht keine Fische gefangen haben? Ist doch nicht meine Schuld. Und dann dreht er sich um und guckt ans Ufer. Sag mal, was ist denn da los? In aller Früh stehen hunderte von Leuten am Ufer. Oh Mann, was wollen denn die da vorne? Jakobus, guck doch mal. Jetzt haben die da, oh meine Güte, die versperren uns auch noch den Zugang zum Ufer. Jetzt müssen wir nicht nur Felsen auffahren, sondern auch noch, dass wir keinen so einen Heim über den Haufen fahren. Was ist denn da los? Du Petrus, kann ich in dein Boot steigen und du fährst mich ein paar Meter aufs Wasser raus? Dann sehen mich alle Leute und hören mich alle Leute und keiner schubst mich mehr ins Wasser. Ja, ob ich jetzt hier am Ufer mein Netz flicke oder im Boot, das ist schon wurscht, mach mal. Und so ist es. Der Petrus hat dann sein Boot genommen und hat Jesus eingestiegen und hat es vom Ufer ein Stück weggeschoben und dann hat es auch geklappt. Jesus, bitte, du weißt, ich bin ein ganz schlechter Mensch, weil du alles weißt und du bist so mächtig. Oh Mann, Jesus, geh lieber weg. Du kannst mich unmöglich mögen. Ich bin kein guter Mensch. Wirklich, Gott hasst mich gar nicht. Und Jesus hat gesagt, ja, weißt du, ich bin deshalb gekommen, damit du zu Gott kommen kannst, damit du ein Freund Gottes werden kannst, damit du ein Kind Gottes werden kannst. Und weißt du was, ich wünsche mir, dass du mit mir mitgehst und ich habe auch eine mega Aufgabe für dich, weil du bist wertvoll für mich. Ich brauche dich. Ich brauche dich tatsächlich, Petrus. Was steht, wenn du nach oben gefallen? Ich hab's anders. So? Auf beiden Seiten. Ich hab das nicht anders. Ja, wir sind so. Ja, das ist falsch rum. Und jetzt auf der anderen Seite. So, und jetzt ist das nach oben. Fertig! Jetzt? Fertig. So, jetzt könnt ihr die Ecken noch. Ja. Ein Bruder, der schon da drin war, im Mikrofon und ja, ich habe zwei Geschwister in der Cousine. Ich bin da nächstes Jahr in die Schule. Und bei mir, wir bauen eine Hui-Hui-Maschine. Das heißt, ich kann diesen Propeller zum Bewegen bringen. Okay? Klebe die Stuhle gerne. Ja? Dann kleben wir das da rein. Und dann gibt es eben die Nadel und das mache ich dann ab. Das machen wir dann. Aber zuerst müssen wir jetzt vorbereiten. Willst du gleich anfangen? Ersten Sägen? So, dass halt nur ein kleines Loch drin ist. So. Ja. Ich auch, nimm dir mal lieber diese Kleber. Ja. Ich bekomme den hier nicht auf, da ist so. Doch, der geht. Schau mal, musst vorne drücken, dann kommt ja noch was. Ja. Das sind die. Kannst du auch verschiedene Farben nehmen, aber du suchst doch mal was aus. Aufziehen? Ja. Schau mal noch mal her.